Der Badener an sich zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis aus. Es sei denn, die Harmonie wird durch schwäbische Politattacken aus Stuttgart gestört. Zum Beispiel dient der Schwarzwald als natürliche geografische Barriere. Gegenüber eifallende Schwabe. Das Land Baden-Württemberg ist der historische Gegensatz schlechthin. Mit dem wir Badner halt leben müssen. Mit rein badische Gegensatz hat er dagegen kaum Probleme. Gelegentlich beherbergen badische Aussagen den klassischen Contradictio in adjecto, den Widerspruch in sich selbst. So zeigt der Ausspruch, kannst nicht mal langsam schneller machen, durchaus Wirkung. Übrigens geht das auch umgekehrt. Mach doch mal schnell langsam, Mensch. Beispiele gibt es genug, etwa beim Öffnen einer Sektflasche. Allerhopp, lass der Korke ruhig knallen. Oder beim bis an den Rand gefüllten Glas. Ist das nicht ein bisschen viel, hä? Die Antwort dann, aber mach nicht rum, trink's voll leer. Geht ein Glas zu Bruch, heißt es. Ah, jetzt ist's ganz kaputt. Der Lehrer in einer permanent unruhigen Klasse schafft sich Luft durch. Hat dahin wär's doch normal verrückt. Wenn das nicht hilft, kommt die unmissverständliche Aufforderung. Seid doch mal ruhig, wenn er schwätzt. Geradezu paradox mutet es dann an, wenn der Lehrer resignierend und genervt ausruft. Komm, geh mal doch fort, hey. Selbst Dackel Waldi liefert beeindruckende Beispiele bei Disziplinierungsmaßnahmen. Kommst her oder nicht? Und dann? Oder kommt er her? Oder nicht? Das hast du aber schön gesagt. Contradictio in adjecto. Der Lateiner rausgehängt. Drei Tage geübt. Ah, ja. Solange nichts anderes raushängt, dann geht's ja noch. Ne?